Im letzten Nahtoderfahrungsbericht haben wir gehört, dass wir möglicherweise mehr Geist als Fleisch sind. Hier in diesem Bericht werden wir hören, wie ihre ganze Energie ihren Körper verlässt und was sie dann erlebt. Deshalb stellen wir die Frage, was sind wir? Was sind die Probleme in unserer Welt? Und warum erleben wir sie? Ich erinnere mich an diese Erfahrung genauer als an jedes andere Lebensereignis, das sonst noch um die Zeit der Erfahrung herum stattfand. Sogar heute, etwas mehr als ein Jahr später, erinnere ich mich mit blendenden Details daran. So sehr, dass wenn ich versuche, es irgendwie in Worte zu fassen und zu erklären, dass viele andere Menschen einfach nicht ergründen können, wovon ich überhaupt spreche. Doch von der Sekunde an, als ich wieder in meinem physischen Körper eintrat, erinnerte ich mich an jedes kleine Detail und in den Momenten, in denen ich alleine war, wie zum Beispiel im CT-Scanner danach, ging ich Teile des Geschehens in Gedanken immer wieder neu durch und versuchte zu verstehen, wie das alles passieren konnte. Doch ich war während der ganzen Erfahrung voll bewusst und es war überhaupt nicht wie ein Traum. Es war so viel wirklicher, als die Wirklichkeit jemals war. Am 6. Dezember 2017 hielt ich mein neugeborenes Baby im Arm, das an diesem Abend per Kaiserschnitt geboren worden war. Unsere Familie war nun endlich komplett und ich genoss jeden Moment davon, außer vielleicht den Schlafanzug. Am 7. Dezember 2017 war ich in absoluter Glückseligkeit. Der Abend war gekommen und mein Mann und ich hatten gerade zu Abend gegessen. Dann lehnte ich mich entspannt ans Bett und schlief ein. Doch nur Augenblicke später war es so, als ob jemand auf das Bett gestiegen wäre und mir einen Tritt in die Brust verpasst hätte. Sofort setzte ich mich auf, umklammerte meine Brust und versuchte, meinem Mann das Baby zu reichen. Er nahm das Baby und rannte so schnell es ging in den Flur, um eine Krankenschwester zu holen. Mein Herz schlug so stark, dass ich es direkt und laut in meinen Ohren hören konnte, und als ich nach unten schaute, konnte ich es zu meiner größten Verwunderung durch mein Nachthemd sehen. Und ich war mir jetzt auch vage bewusst, dass mein Mann langsam in Panik geriet, da es ihm nicht gelang, eine Krankenschwester ins Zimmer zu holen. Dann begann ich ein helles Licht in der Ecke des Raums, nahe der Decke zu sehen, das von dort irgendwo direkt hinter meinem Mann kam. Es war ein Licht, das für mich sofort erkennbar einen mystischen Charakter besaß. Es war wie aus einer anderen Welt. Meine gesamte Energie begann in diesem Moment, meinen Körper zu verlassen und auf das Licht zuzufließen. Dann ging es höher und immer höher, während ich mit dem Licht dahin floss. Das helle Licht trug mich immer noch höher, ohne Ende, bis in den Weltraum und selbst über unser Universum hinaus. Diese unglaubliche Reise führt einem gleißenden Lichtball entgegen, der so hell war, dass ich ihn deutlich ausmachen konnte, schon lange bevor ich ihn tatsächlich erreichte. Die Energie strömte von überall, nicht nur in den massiven Lichtball hinein, sondern gleichzeitig auch aus ihm heraus. Und das Licht dieses gigantischen Lichtballs bewegte sich in die verschiedensten Richtungen durch das, was ich jetzt als das Multiversum erkannte. Und schließlich tauchte ich selbst in die Lichtkugel ein, die ich jetzt als die Zentralsonne kenne. Dort begann ich, Visionen von meinem Leben zu haben, nicht nur von meinem aktuellen, sondern von jedem Leben, das ich je gelebt hatte. Mein aktuelles Leben war nur die letzte Vision, die mir gezeigt wurde. Diese Visionen waren etwas wie diese Art Symbole, die ich als Kind hatte, also wie diese Piktogramme, die eine komplexe Menge an Informationen in nur einem einzigen Bild zusammenfassten. Dabei wurden mir wichtige Schlüsselpunkte in meinem Leben gezeigt. Und schließlich kamen dann Visionen von all den schlechten Dingen, die ich getan hatte. Ich habe viele meiner vergangenen Leben gesehen, gute oder schlechte. Und lass mich das sagen, dass nicht alle Dinge einfach zu sehen waren. Das bleibt mir auch erstaunlicherweise im Gedächtnis, da es eine demütigende Erfahrung war. Heute zu wissen, wer ich in früheren Leben war, erlaubt es mir jetzt, mit viel mehr Sicherheit zu verstehen, wer ich heute bin und was meine Bestimmung hier und jetzt ist. Aber wie gesagt, in gleicher Weise erlebte ich auch all die guten Dinge, die ich getan hatte. Mein Gutes schien das Schlechte zu überwiegen, obwohl ich in all den vergangenen Leben einige ziemlich entsetzliche Dinge getan hatte. Dann wurde mir eine Vision der Erde gezeigt und als nächstes sah ich eine Vision von mir selbst, wie ich mich der zentralen Sonne näherte. Es war, als ob mir gezeigt wurde, dass die Zentralsonne der Ort ist, von dem alle Energie kommt und zu dem sie auch immer wieder zurückkehrt, egal welchen Ort man in seinem jeweiligen Leben sein Zuhause nennt. Die Farben waren während der ganzen Nahtoderfahrungen viel heller. Ich erlebte nicht nur meine Nahtoderfahrung, sondern ich erspürte die Erfahrung mit allen Sinnen aufs Intensivste. Jede Vision, die mir gezeigt wurde, war so brillant und das Licht war so blendend hell, dass mein Verstand erstmal ein paar Momente brauchte, um es überhaupt zu begreifen. Ich begegnete dort auch vertrauten Energien von geliebten Menschen, die in diesem Leben und in anderen vergangenen Leben gestorben waren. Sie waren keine physische Materie, sie waren nur Energie. Ich erkannte sie sofort und sie erkannten mich, besonders diejenigen, die mit mir in anderen Leben, jenseits meines aktuellen Lebens gewesen waren. Beispielsweise meine Großmutter mütterlicherseits und meine Schwester, die verstorben ist, als ich 15 Jahre alt war. Sie waren beide dort eng bei mir und mein verstorbener Vater ließ mich wissen, dass es nichts zu befürchten gibt, aber er kommunizierte sonst nicht viel. Und dann traf ich auch meine Kinder aus vergangenen Leben und sie schienen hoch erfreut zu sein, mich dort zu haben. Und so erlebte ich eine immense Euphorie in ihrer Gegenwart. Und auch mehrere Lebensgefährten teilten mit mir Visionen aus unserer gemeinsamen Zeit. Diese Lebensvisionen kamen aus dem Inneren meines Unterbewusstseins und ich verstand plötzlich Dinge, die ich unmöglich hätte wissen können. Ich wurde dort nicht von einem anderen Wesen getroffen, das behauptete, Gott zu sein. Ich war plötzlich mit dem gesamten Wissen versehen, wie das Universum funktioniert und woher dunkle Energie und Materie kommen. Ich wusste einfach alles über das Universum. Ich hatte vorher an der Universität Forensik studiert und hatte ein relativ gutes Verständnis für Biologie. Aber jetzt war mein Wissen und mein Verständnis allumfassend. Die Quantenphysik wurde mir überdeutlich klar, und auch, wie das Multiversum funktioniert. Ich bin immer noch dabei, einige Details herauszufinden, aber ja, ich fühle mich, als hätte ich dort einen Crashkurs in Quantenphysik erhalten. Das hat mich sogar später dazu gebracht, Quantenphysik besser zu verstehen, um zu versuchen zu begreifen, was während dieser Erfahrung mit mir passiert ist. Mir wurde in den Visionen auch ein kleiner Teil dessen gezeigt, was meine Zukunft für mich bereithält. Mir wurde das gezeigt, als mir meine Bestimmung für dieses Leben offenbart wurde. Meine Bestimmung hier ist es, zu lieben und geliebt zu werden. Aber sie ist es auch, zu lehren und selbst gelehrt zu werden. Ich bin dazu gedacht, ein Leuchtfeuer für diejenigen zu sein, die wie ich eine lebensverändernde Realität erfahren haben und die nun nach einem Verständnis dafür suchen. Und ich soll meine Kinder dazu erziehen, aus ihrem Herzen zu leben und somit die ganze Menschheit zu akzeptieren, um der Menschheit zu helfen, ein neues Gleichgewicht und Verständnis für sich zu finden. Doch ich sah dort auch Szenen aus der Zukunft der Welt. Ja, ich sah meine Kinder an verschiedenen Punkten ihres Lebens und ich dachte in dem Moment, dass mir das deshalb gezeigt wurde, weil ich bereits gestorben war und weil ich sie nun bei ihrem Aufwachsen vermissen würde. Ich sah, wie sich die Erde, unser Planet, mit massiven Stürmen und riesigen Wasserwellen in Gebieten reinigte, in denen sich zu viel dunkle Materie angesammelt hatte. Ich sah, dass Menschen massenhaft damit begannen, sich den Dingen ihrer vergangenen Leben bewusst zu werden, auch wenn sie keine Nahtoderfahrung erlebt hatten. Und dann sah ich den Fall von Regierungssystemen, wie wir sie heute kennen. Es gab eine Rückkehr zur Unschuld, bis die Erde von einer großen Anzahl dunkler Energien gereinigt worden war. Und die Weltbevölkerung wurde durch all das sehr stark vermindert. Alles, was ich dort erlebt habe, war hyperrealistisch. Es war vielleicht realer, als ich die Realität hier je gekannt habe. Ich fühlte mich, als wäre ich jahrelang dort gewesen, und ich war mir auch sicher, dass ich an diesem Tag im Krankenhaus gestorben war, als ich mein Baby hielt. Und schließlich versuchte ich, nach meinem Mann und meinen Kindern zu sehen, allein um festzustellen, dass tatsächlich nur Augenblicke vergangen waren. Ich erkannte, dass Zeit eine völlige Illusion ist. Alles schien auf einmal zu passieren, beziehungsweise die Zeit blieb stehen oder verlor jede Bedeutung. Ich erkannte darüber hinaus, dass unsere Energie, die unsere Essenz ist, ohne Worte kommunizieren kann und dass diese Energie ohne jedes Maß an Geschwindigkeit reisen kann. Als ich also nach meiner Familie schaute, sah ich, wie meine neugeborene Tochter weinte, und ich konnte sehen, dass mein Mann verzweifelt dasaß und ebenfalls weinte. Doch dann, ganz plötzlich, schlug ich regelrecht gewaltsam in meinen Körper zurück. Ich spürte von einem Moment zum anderen auf das Intensivste, was sie alles unternahmen, um mich zu retten. An 4 verschiedenen Stellen hatten sie mir Infusionen in meinen Körper gesetzt, während die Krankenschwestern mir 3-mal Adenosin spritzten, um meine Herzfrequenz von 225 Schlägen pro Minute wieder zu senken. Und beim 3. Versuch klappte es und meine Herzfrequenz ging sofort wieder auf normale 80 Schläge pro Minute zurück. Ich schaute dann zu meinem Mann hinüber und sagte ihm, dass ich ihn liebe, und er hauchte mit deutlich sichtbarer Erleichterung, dass er mich auch liebt. Dann wurde ich sehr bald zu einer Computertomographie gerollt. Mit Hilfe dieses Geräts wurde bei mir schließlich eine Lungenembolie diagnostiziert, die sich für einige Momente in meinem Herzen festgesetzt hatte, bevor sie von dort in meine linke Lunge wanderte. Diese Art der Embolie, die ich hatte, wurde von den Krankenschwestern als Witwenmacher bezeichnet, weil 98% der Menschen sie nicht überleben. Meine Nahtoderfahrung hat mich noch so viel dankbarer für die wunderschöne Zeit gemacht, die ich mit meinen Lieben hier verbringen darf. Doch scheint die Nahtoderfahrung gleichzeitig auch ein zweischneidiges Schwert für mich zu sein, denn ich kann mich lebhaft daran erinnern, wie beruhigend und gelassen ich mich dort im Licht gefühlt hatte. Ich hatte mich immer als spirituellen Menschen betrachtet. Ich nahm ein wenig von den meisten Religionen und ließ das weg, was mit mir nicht in Resonanz getreten ist. Jetzt allerdings weiß ich, dass Religion als solche eine reine Illusion ist und dass wir alle besser bedient wären, wenn wir einfach aus einem Raum der Liebe und Akzeptanz heraus miteinander agieren würden. Es gibt bereits eine schwindelerregende Menge an dunkler Energie und Materie im Multiversum. Und Religionen tragen manchmal dazu bei, diese zu nähren. Nur Licht kann die Dunkelheit vertreiben. Aber unsere eigene Dunkelheit ist es, die wir zuerst vollständig beherrschen müssen, um dann von dort aus einem Raum der bedingungslosen Liebe heraus zu handeln. Ich weiß auch, dass es weder Himmel noch Hölle gibt. Das ist einzig ein System zur Belohnung und Bestrafung, um die Massen in Schach zu halten. Es gibt keine singuläre Entität, die Gott ist. Gott ist weder männlich noch weiblich, sondern eine Quelle von göttlichem Licht und Energie. In dem Jahr, das seit meiner Erfahrung vergangen ist, habe ich einige erstaunliche Menschen kennengelernt. Menschen, die ähnliche Erfahrungen wie ich gemacht haben. Aber es gab auch einige, die ganz andere Erfahrungen gemacht haben, wo es auch ähnliche Teile in ihrer Geschichte gab, wie bei mir. Ich weiß nun, dass es ein Leben nach dem Leben gibt und dass es, solange ich in diesem Leben bin, meine Pflicht ist, meine Gaben mit anderen zu teilen. Deshalb versuche ich auch, meine eigene Schwingung und die der Menschen um mich herum zu erhöhen, um die Seele für ihre größere Bestimmung zu erwecken. Mein Leben ist seit der Nahtoderfahrung allerdings auch ein wenig traumatisch, da die Menschen, mit denen ich bisher gesprochen habe, überhaupt nicht verstehen können, wovon ich eigentlich rede. Also wenn ich versuche, ihnen meine Nahtoderfahrung zu erklären. Manche Menschen denken, ich sei verrückt geworden. Und ich merke an mir selbst, dass ich mich nicht mehr so gerne wie früher mit anderen Menschen verbinde. Offen gesagt, ekelt mich aktuell ein Großteil der menschlichen Rasse an und es macht mir große Angst, ihre Probleme, in Anführungszeichen, zu verstehen. Ich habe keinen Bezug mehr zu den meisten Menschen. Ihre, in Anführungszeichen, Probleme erscheinen mir so trivial und reinweg egozentrisch. Es macht mich ängstlich, in großen Gruppen von Menschen zu interagieren, die noch nicht erwacht sind. Und ich kann mit den meisten Menschen nur für kurze Momente am Stück umgehen. Ich bin deshalb keinesfalls unhöflich oder rücksichtslos zu ihnen. Nein, ich habe mich einfach nur zurückgezogen und konzentriere meine Energie und Zeit auf diejenigen, die in Resonanz gehen können. Häufig erscheint mir das, was die meisten machen, so trivial und egozentrisch, dass mir das Herz beim Zusehen wehtut. Und ja, es gibt ein Leben nach dem Leben und die Essenz dessen, was man ist, diese Energie, stirbt nicht. Doch sie kann sich vermindern und sie kann schwächer und schwächer werden. Sei deshalb vorsichtig, mit wem du deine Zeit verbringst und welche Energie du selbst in die Welt bringst. Das hat alles einen Welleneffekt. Seit meiner Nahtoderfahrung habe ich auch einige neue Fähigkeiten. So kann ich zum Beispiel Elektrizität hören, riechen und sogar schmecken. Also ich höre ein Brummen oder Summen, wenn ein Gerät am Stromnetz angeschlossen ist, selbst wenn es ausgeschaltet bleibt. Manchmal kann ich die Gedanken anderer Menschen hören und bekomme Visionen von ihrem Leben. Vor meiner Nahtoderfahrung war ich mir vieler Energien um mich herum glücklicherweise nicht bewusst. Jetzt kann ich alles fühlen und spüren, im Guten wie im Schlechten. Ich kann die Energie von Menschen lesen und habe oft Déjà-vu-Erfahrungen. Und außerdem träume ich nun in den lebhaftesten Farben. Auch verlasse ich häufig meinen Körper, so als ob ich zu Hause nach dem Rechten sehe und mir damit selbst bestätige, dass das, was ich erlebt habe, auch wirklich geschehen ist. Und ich erinnere mich jetzt plötzlich auch an Dinge aus den ersten 5 Jahren meines Lebens. Dinge, die ich vorher gar nicht mehr gewusst oder Dinge, die mir nie erzählt worden sind. Mein ganzes Leben hat sich komplett umgekrempelt und ich habe festgestellt, dass mir die Nahtoderfahrung ein Segen und ein Fluch zugleich ist, da ich nun nicht mehr so wie früher mit den durchschnittlichen Menschen in Beziehung stehe. Meine Hoffnung und Absicht mit diesem Bericht ist es, dass meine Geschichte anderen helfen kann, die vielleicht das Gleiche erleben oder erlebt haben, was ich durchgemacht habe. Ich wünsche allen, die auf meine Geschichte stoßen, viel Glück und Segen.